Die Businessfragen OG erhält die Eingangsrechnung für eine im Mai durchgeführte Werbekampagne. Der Rechnungsbetrag beträgt Euro 550 netto. Verbuchen Sie die Eingangsrechnung. Grundsätzlich wissen wir, dass wir eine Eingangsrechnung immer verbuchen müssen, unabhängig davon, ob wir diese bezahlen oder auch nicht. Und auch hier braucht man wieder unsere vier Schritte zum richtigen Buchungssatz. Zuerst einmal wieder, welche Konten benötigen wir? Wir brauchen einerseits einmal ein Werbeaufwandkonto, weil, wie wir in der Angabe sehen, bezieht sich diese Eingangsrechnung auf eine Werbekampagne und dementsprechend brauchen wir das Konto Werbeaufwand. Darüber hinaus unterliegt auch jede Werbemaßnahme der Vorsteuer, weshalb wir auch hier wieder ein Vorsteuerkonto brauchen. Und nachdem in der Angabe noch nicht steht bezüglich des Bezahlens, brauchen wir hier eben auch noch eine Verbindlichkeit aus Lieferungen und Leistungen. Und wenn wir uns dann dazu nur die Kontoarten anschauen, bei einer Werbekampagne handelt es sich um kein Vermögen eines Unternehmens und auch gleichzeitig nicht um Schulden des Unternehmens. Und aus dem Grund haben wir entweder ein Ertragskonto oder ein Aufwandskonto. Nachdem wir aber hier nichts verdienen, sondern müssen, handelt es sich eben hier um ein Aufwandskonto. Vorsteuer, wie bereits angeführt, wird immer im Soll verbucht. Und die Verbindlichkeiten finden wir wo? Die Verbindlichkeiten finden wir auf der Passiva einer Bilanz, weil die Verbindlichkeiten stellen ja Schulden dar. Und die Schulden werden eben in der Bilanz auf der Passivseite dargestellt und aus diesem Grund können wir hier von einem passiven Bestandskonto bzw. von einem Passivkonto sprechen. Und jetzt müssen wir uns aber auch noch anschauen, ob die jeweils oder ob es sich jeweils um eine Vermehrung oder um eine Verminderung handelt. Schauen wir zuerst das Thema Werbeaufwand an. Der Werbeaufwand ist grundsätzlich mehr geworden, weshalb wir hier eine Vermehrung haben. Und die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, nachdem wir diese Eingangsrechnung noch nicht bezahlt haben, haben wir ja eine Schuld gegenüber unserer Werbekampagne, was gleichzeitig dann eben auch zu einer Vermehrung unserer Schulden führt, weshalb wir eben hier immer eine Vermehrung haben. Und Aufwandskonten, wenn es sich um eine Vermehrung handelt, werden immer im Soll gebucht. Vorsteuer wird auch immer im Soll gebucht, sofern keine Korrektur. Und eine Mehrung eines Passivkontos wird ebenfalls immer im Haben gebucht. So, jetzt wissen wir wieder grundsätzlich, wie der Buchungssatz aussieht. Sehen wir uns dazu jetzt dann auch noch die Berechnung der Beträge an. Und im Unterschied zum vorhergehenden Beispiel haben wir in diesem Beispiel den Betrag in Netto angegeben. Das heißt, Netto bedeutet, der Betrag muss noch hinzugezählt werden. Und aus diesem Grund müssen wir auf den Rechnungsbetrag von 550 noch die 20% Mehrwertsteuer bzw. die 19% Mehrwertsteuer in Deutschland draufschlagen. Also mal 120 mal 119 durch 100. Dann kommen wir in Österreich auf einen Bruttobetrag von 660 bzw. in Deutschland von 654,50. Und wenn wir den Bruttobetrag oder den Nettobetrag vom Bruttobetrag wieder abziehen, dann kommen wir auf den Vorsteuerbetrag. In Österreich wären das dann 110 und in Deutschland 104,50 Euro. Und daraus ergibt sich dann wieder der volle Buchungssatz Werbeaufwand mit 550 zuzüglich oder und Vorsteuer mit 104,50 an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 654,50. Ja, und wenn wir uns dann dazu eben wieder kurz das D-Konto anschauen, so sehen wir, dass wir hier auf der Soll-Seite eben die 550 haben, also den Nettokaufpreis, die Vorsteuer mit 104,50 Euro und die Verbindlichkeiten mit 654,50 Euro gestiegen sein.